Ja, hallo zusammen. Ja, ich möchte euch nicht langweilen, aber es gibt wieder mal Sachen, die muss ich einfach loswerden. Ich weiß, es dreht sich immer ein bisschen um das gleiche Thema. Tut mir echt leid, ja, aber die Realität ist leider so, ja. Also, es geht um die Bassistensuche. Das soll heißen, wir haben ja in der Band suchen ja einen Bassisten, haben Inserate gemacht, überall ein bisschen. Ja, wo soll man da anfangen? Da melden sich Leute. Also einer hat zum Beispiel hin und her mir geschrieben, ja, E-Mail geschickt, ganz normal. Er würde gerne vorbeikommen. Ich habe gesagt, ja, super, ich schicke dir mal zwei Songs mit den Tapes, kannst du dich vorbereiten. Und dann kommt allen Ernstes kommt die Antwort, nachdem er es angeschaut hat. Ja, meine Motorik am Bass stimmt noch nicht so ganz und ich komme damit nicht klar und so. Offenbar hat er länger nicht mehr gespielt, ja, das ist ja nichts Schlimmes, ja. Aber meine Motorik passt nicht und muss deshalb leider absagen, ja. Also, normalerweise, wenn du mich meldest auf ein Inserat, dann schaust du ja zuerst, ja, kann ich das überhaupt noch spielen, ja? Kann ich noch spielen überhaupt, ja? Und wenn ja, dann meldest du dich, ja. Und selbst wenn er nicht mehr so, wenn er, und selbst wenn er außer Übung ist, ja, das ist ja nicht das Problem. Die Übung kommt ja mit dem Üben, ja. Ist ja logisch, ja. Das kommt ja mit der Zeit wieder zurück. Zuerst geht es ja vor allem mal darum, sich kennenzulernen. Im ersten Treffen, sage ich mal, ja. Da mussten ja die Songs nicht perfekt spielen können und so. Absolut nicht. Gar kein Problem, oder? Aber der schreibt einfach, ja, ich bin außer Übung, meine Feinmotorik am Bass stimmt nicht mehr. Logisch, wenn man länger nicht gespielt hat, das ist schon klar, das ist ja kein Vorwurf, ja. Und deshalb muss ich absagen, Punkt, ja. Man hätte ja zum Beispiel schreiben können, ich melde mich in einem Monat wieder oder später wieder, bis ich wieder ein bisschen in der Übung drin bin und so weiter. Also, wie wenn man sich auf einen Job bewerben würde und auch keine Ahnung davon hat, ja. Also unglaublich, wie blöd kann der Mensch nur sein, ja. Es tut mir echt leid, es dreht sich immer um das Gleiche, aber der Luftdruck muss jetzt mal raus, ja. Und dann der zweite Kandidat, ja. Ich schreibe mit ihm x-mal hin und her und so, was ja nicht schlimm ist und so. Ich erkläre ihm die ganze Situation ein bisschen, ja. Dann schicke ihm die Songs zum Vorbereiten, alles ist gut, alles gut. Einen Termin haben wir eigentlich auch schon abgemacht, in etwa 2 Wochen so, ja. Und dann so schreibt er mir zurück und schreibt, ich habe ihm vorher noch gesagt, wir haben noch keinen Sänger, aber das ist das nächste Ziel, was wir machen, einen Sänger suchen, ja. Da schreibt er mir zurück und sagt, ja, das habe ich nicht gewusst. Da ist die Entfernung ist ja ziemlich weit zum Fahren. Er war recht weit entfernt von uns. Das war auch von Anfang an, habe ich ihm gesagt, wenn das zu weit ist für dich, dann lass es sein, ja. Und er sagt, ja, nein, es wäre machbar für ihn, ja. Die Entfernung ist zu weit und einen Sänger habt ihr ja auch noch nicht, also muss ich leider absagen, ja. Also es hängt davon ab, ob wir jetzt im Moment sofort genau und jetzt einen Sänger haben oder nicht. Wenn wir einen gehabt hätten, wäre es offenbar gut. Und jetzt, wenn wir keinen haben oder noch nicht, ist es schlecht, ja. Ich hab ihm dann geschrieben, der versteht das nicht und so. Du willst dich nur ins gemachte Nest setzen und so, anstatt mit uns zusammen etwas aufzubauen, ja. Also wirklich haarsträubend. Wie kann man so dumm sein, so blöd sein, ja? Die ganze Zeit hin und her schreiben und alles, die ganze Zeitaufwand, oder? Für nichts, oder? Wenn das so wichtig ist für ihn, hätte er am Anfang schon schreiben können, seid ihr schon komplett? Vielleicht war es auch mein Fehler, ja, dass ich noch nicht gesagt habe, ja, der Sänger ist doch nicht vorhanden, aber ist das nächste Ziel. Kann sein, dass mir das untergegangen ist. Okay, ja, war mein Fehler, ja. Aber er hätte ja fragen können, wenn ihm das so wichtig ist, dass wirklich alles komplett ist und nur der Bassist fehlt, ja. Und selbst wenn wir komplett wären und nur der Bassist fehlt, es kann ja sein, dass mal der Sänger aussteigt oder sonst jemand aussteigt. Das kann immer passieren bei jeder Band. In jeder Konstellation kann das passieren, ja. Dass mal jemand aussteigt, dann muss man halt wieder einen neuen suchen. So what, was soll's, ja? Das kann immer passieren. Und das ist sozusagen sein Argument. Also ihr seht, es ist gar kein Argument, oder? Man will einfach ein bisschen sich wichtig machen, ein bisschen hin und her schreiben und so. Darum sage ich, das sind alles Idioten. Die besten Leute spielen eben leider schon in einer Band, ja? Das ist das Problem. Und die, die jetzt noch nicht in einer Band spielen, warum auch immer, sind eben ein bisschen spezielle Typen. Man kann Glück haben und dann kann es klappen, aber im Normalfall haben wir die Erfahrung gemacht, wie auch schon früher mit den Schlagzeugern und so, dass es sehr schwierig ist, jemanden zu finden. Ja, weil es alles Träumer sind, die noch auf dem freien Markt sich herumtummeln. Ja. Und jetzt hat sich jemand gemolden wieder, gerade jetzt, gerade heute, hat sich wieder ein Bassist gemolden.
gemeldet. Der ist auch interessiert und ist schon etwas älter, aber das ist nicht das Problem. Ich habe ihm gesagt, welcher Stil wir spielen und so, und welche Musikrichtung. Er ist interessiert. Ich habe ihm zwei Songs jetzt geschickt und mal schauen, was jetzt dann zurückkommt. Wahrscheinlich wieder irgendeine x-beliebige Scheinausrede wahrscheinlich. Ja. Wenn ich nicht bereit bin, mich in einer Gruppe unterzuordnen, einzufügen, mitzuhelfen, aufzubauen, Songs zu üben, daheim zu üben, im Proberaum zu üben, die Fahrt zum Proberaum auf mich zu nehmen, dann muss ich auch gar nicht anfragen. Wenn ich in der Zeitung oder irgendwo eine Jobanzeige sehe und der Job ist in Zürich, und dann wäre zwar gut, aber dann melde ich mich sicher nicht, weil es ist zu weit. Schlicht und einfach zu weit. Selbst wenn der Job noch so gut wäre und ich schon mein Profil noch so gut auf diesen Job passen würde, wenn es zu weit ist, ist es zu weit, dann muss ich mich gar nicht melden. 10-mal hin und her schreiben, Bewerbung schicken und nachher sagen, nein, nein, es ist doch zu weit. Ja, also, hätte nur mal als Beispiel genommen. Ja. Das zeigt eben, dass die Musiker wirklich eine sehr schwierige Spezies sind. Wirklich sehr schwierig. Ich hätte das nie gedacht, weil ich habe ja früher vor allem schon mit Musik zu tun gehabt, aber vor allem über den Plattenladen oder über Albums, Bands und so und Musik zum Anhören und so. Und jetzt, da ich vor 5 Jahren habe ich ja wieder angefangen und vor 5 Jahren habe ich angefangen, für mich so wieder zu spielen und vor 3 Jahren habe ich dann angefangen, in einer Band wieder zu spielen. Ja. Die ist dann auseinandergegangen, da kam die zweite Band und die ist dann wieder auseinandergegangen, eben Toxitori. Und jetzt ist ja die dritte Band, ja. Und mal schauen, wie es jetzt weiterläuft, ja. Also bei uns in der Band ist jetzt der Bassist ausgestiegen. Das ist etwas, das ist kein Weltuntergang, das kann passieren, ja. Also das kann in jeder Band passieren, ja. Darum suchen wir jetzt wieder einen, oder? Und natürlich, es ist etwas mühsam natürlich, wenn man immer muss suchen und es meldet sich niemand, ja. Aber das ist einfach, damit muss man leben, ja. Aber mir ist es lieber, es meldet sich einen Monat kein Mensch. Und dafür einer dann nach einem Monat, der dann passt. Und als melden sich 10 Leute und alle von diesen 10 sind irgendwelche Clowns. Ja? Also, das ist echt der Hammer, absolut super GAU, jetzt, diese Sachen. Es wiederholt sich alles wieder. Das, was ich da früher bei den Schlagzeugern erlebt habe und wo ich ja auch Videos gemacht habe wieder zu, ja? Auch hier auf YouTube, ja? Diese Sachen wiederholen sich praktisch eins zu eins. Ja? Nur mit dem Unterschied, dass jetzt von den Bassisten noch keiner vorbeigekommen ist zum Vorspielen. Aber es könnte ja noch als nächstes passieren. Er kommt vorbei, wir spielen zusammen und dann sagt man, ja, der Stil passt mir nicht. Ja, obwohl man sich die Songs geschickt hat, Tapes geschickt hat, Audioaufnahme geschickt hat. Solche Sachen können passieren. Also ich hoffe es natürlich nicht. Ja. Aber solche Sachen können passieren. Und es ist einfach extrem nervtötend, diese ganze Sache. Du gibst dir Mühe, du machst dir Inserate überall, du beschreibst deine Band. Du beschreibst deine Stilrichtung, du erklärst die Situation, du schreibst, welche Ziele die Band hat, was man vorhat, welche Anforderungen an den Kandidaten gestellt werden und so weiter. Alles ist klar auf dem Tisch. Ja. Das ist echt, es gibt gar keine Worte für etwas. So etwas gibt es keine Worte. Ja. Also, wie ich ja schon öfters gesagt habe, jeder Hund, jede Katze ist klüger, echt. Ja, das war es eigentlich schon. Ich musste mal wirklich die Luft ablassen. Das ist so mühsam, mal darüber reden. Was gibt es sonst noch? Ja, die Bänder, wie gesagt, wir sind jetzt am Bassisten suchen. Und ja, es gibt natürlich immer mal Spannungen in der Band. Aber wenn mir etwas nicht passt, ja, dann sage ich das natürlich. Ja. Wenn jemand sich fehlverhaltet in der Band, dann sage ich natürlich, du, das geht nicht. Ja. Bitte lass das, oder? Der Bassist, den wir gehabt haben, der kam mit dieser Aussage offenbar nicht so klar, weil der war auch meiner Meinung nach etwas harmoniesüchtig. Ja. Also Harmonie ist ja gut, richtig und gut in einer Band, muss sie auch sein, aber einfach, manchmal gibt es halt Diskussionen und der war einfach harmoniesüchtig und deshalb ist es eigentlich gut, dass er ausgestiegen ist. Also netter, war ein lieber Kerl und so, hat gut gespielt, so, kein Problem, aber eigentlich ist es gut, dass er ausgestiegen ist. Also auf lange Sicht hätte das sowieso nicht. Hätte das nicht funktioniert. Ja, eben, ja. Und jetzt suchen wir, diese endlose Suche geht weiter, ja. Sollten wir keinen finden, man beißen, wäre vielleicht fast das Beste, ja. Dann werde ich den Bass spielen und dann muss halt der andere Gitarrist dann alleine den Gitarrenpart spielen. Und die Solos halt auch, oder? Wir suchen vielleicht mal einen Gitarristen später und so. Aber wenn sich niemand meldet, wenn wir niemanden finden würden, würden wir einfach als Trio quasi weitermachen, ja.
Und ich spiele gerne Bass, das ist nicht das Problem. Und ich habe ja auch vorher schon Bass gespielt und das mache ich wirklich sehr gerne. Das wäre auch kein Zwang für mich und so, absolut nicht. Ich finde das wirklich geil, Bass spielen. Macht mir wirklich Spaß. Und sollte das mit der Band nicht funktionieren, wo ich jetzt bin, sollte das irgendwann mal auseinanderfallen, man weiß ja nie, dann werde ich mir auch wieder eine Band natürlich suchen, bei der ich auch als Bassist spielen kann. Oder als Gitarrist ist dann nicht so wichtig, aber ich würde jetzt mal sagen, so in erster Linie als Bassist und in zweiter Linie als Gitarrist. Ja. Irgendwo hier in der Nähe, so Ostschweiz, St. Gallen, Bodenseeregion und so. Aber das ist jetzt Zukunft. Musik, im Moment ist es noch so, wie es ist, ja. Eben leider ist es so, wie es ist, ja. Dieses Hin und Her und so, aber was soll's. In 100 Jahren ist alles vorbei und kein Mensch interessiert sich mehr dafür, ja. Was wir da erlebt haben mit unserer Band und so, das interessiert niemanden mehr. Mein zweiter Gedanke war auch schon selber alleine ein Album aufzunehmen, einfach einen Schlagzeuger mitzunehmen ins Studio und dann alles selber einspielen und auch einen Sänger. Und dann mein Album zu veröffentlichen und dieses Album wäre dann quasi meine Hinterlassenschaft. Das heißt, wenn ich mal weg bin, nicht mehr hier bin, wenn ich schon lange tot bin, das Album wäre dann immer noch hier und dann hinterlässt du irgendwie etwas. Das finde ich auch noch einen interessanten Gedanken so, ja. Weil live zu spielen ist auch gut, macht auch Spaß und so, aber du spielst live und dann ist das vorbei, ja. Und wenn du ein Album machst, das ist eine Hinterlassenschaft an die Menschheit, sage ich jetzt mal, ja. Du hinterlässt etwas von dir und ein Werk, an dem du gearbeitet hast und an dem du dir Mühe gegeben hast. Und du hinterlässt einfach ein Werk von dir. Ja. Das ist wirklich wie ein Maler, der sein Bild hinterlässt, wenn er schon lange tot ist, aber das Bild ist immer noch da. Ja. Und so hinterlässt du als Musiker ein Album. Weil das bringt nichts, einfach nur mit der Band ein bisschen herumzutouren, im Proberaum zu proben und ein paar kleine Gigs zu spielen und das war's. Das macht Spaß, so ist alles okay, aber das bringt nichts. Also das hat keine Substanz, in meiner Meinung nach. Ja. Darum ist es eben wichtig, dass man ein Album macht. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ja, es müssen 8 Songs reichen, eine Vinyl pressen, vier Songs auf der einen Seite, 4 Songs auf der anderen, am besten eine Vinyl, geiles Cover und das reicht schon. Ja. Die Anzahl der Songs ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Songs gut sind. Das ist viel wichtiger. Besser 8 gute Songs als 12 Songs, an denen die meisten scheiße sind, das ist Quatsch, ja. Das wäre wirklich mein absolutes Ziel, ein Album zu veröffentlichen. Das ist wirklich mein Ziel, das möchte ich unbedingt erreichen. Wie ich das erreichen kann mit dieser Band, wo ich jetzt bin, oder in einer anderen Konstellation und in einer anderen Band, das wird dann die Zukunft zeigen. Das werden wir dann sehen, ja. Also, das war's. Ich komme langsam wieder ein bisschen runter, ja. ja. Vielleicht ist es euch auch schon ergangen so, ja. Auf jeden Fall, ja, ziemlich zermürbend diese Suche und mal schauen, was die Zukunft bringt. Wie gesagt, ich hab ja keine Verpflichtung so. Ich kann ja irgendwann, kann sich die Situation wieder ändern. Dann muss ich wieder, kann ich eine andere Band suchen oder was auch immer dann kommt. Da werden wir dann sehen, ja. Also, die Luft ist raus. Aus, aus, das Spiel ist aus, ja. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.